Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Nachdem wir ja letzte Woche unsere Hausrenovierung gezeigt haben, haben wir uns gedacht, es ist jetzt mal wieder Zeit raus in die frische Natur zu gehen. Es ist jetzt auch hier der Frühling schon voll im Kommen hier auf Zypern und wir haben es jetzt endlich nach langer Zeit geschafft, meine Elektroboards von Österreich nach Zypern zu chauffieren. Ich mache dieses Hobby schon einige Zeit lang. Die Christina fängt gerade damit an. Wir sind schon ein paar Mal gefahren. Und ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen euch heute einfach mit auf ein paar tolle Plätze, wo wir gern mit unseren Skateboards fahren. Und wie es uns dabei so geht und auch speziell, wie es der Christina dabei geht in ihrer zweiten Session, das seht ihr dann gleich nach dem Intro. Christina macht sich schon ready, Warm-up fürs Skaten gehen. Und wenn man mit diesen Teilen hier rumfährt, also es schaut einen jeder an, das ist schlimmer, wie wenn du einen Lamborghini hast. Das ist ziemlich cool. Er ist auch ein eher ungewöhnliches Hobby, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Also wenn jemand zum Beispiel Snowboarden mag oder auf Surfen steht, solche Dinge, dann ist so ein Elektroskateboard wirklich ganz was Tolles. Also das Teil, was ich hier habe, das ist ein Evolve GTR, nennt sich das. Ist jetzt schon, ich glaube, 3 Jahre alt. Gibt es auch mittlerweile schon bessere und Nachfolger. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Teil. Du hast hier eine Batterie drauf, du hast Elektromotoren, eine Fernbedienung, um das Ganze zu bedienen. Ich habe hier eine Reichweite von knapp 30 Kilometer. Von der Geschwindigkeit, ich glaube, Topgeschwindigkeit hier mit diesem Reifensatz habe ich so um die 42 km/h. Also es geht auch schon was weiter mit den Teilen. Und es macht halt unheimlich Spaß, hier so auf der Strandpromenade runter zu cruisen. Es geht auch ganz schön in die Beine, muss man sagen. Speziell, wenn man es nicht gewohnt ist. Es dauert ein bisschen, bis der Körper so ein Muskelgedächtnis aufbaut. Aber wenn man es dann hat, macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wie schaut's aus, Madame? Bist du ready? Yes. Ist dein Board eingeschaltet? Meins ist eingeschaltet. Scheint zu funktionieren. Und jetzt werde ich mir dann mal hier die Kamera greifen und dann fahren wir mal los. So, Probleme beim Einschalten. Nee, läuft's? Läuft. So, Madame ist bereit. Get ready. Ja, das brauche ich mal ein bisschen am Anfang. Fahr du mal vor, ich hol dich dann vielleicht ein. So, und da haben wir die Madame schon hinter uns gelassen. So, hier ist eigentlich der Startpunkt, wo wir wegfahren. Wir fahren in eine andere Richtung raus. Aber ist hier direkt am Meer wunderschön. So, wo ist sie denn? Oh, hier ist sie. Sie ist angekommen. Juhu. Hey, läuft doch. Jetzt fahren wir dann da rauf und oben drüber. Hm? Jetzt sehen wir schön das Meer, den Radweg. Genau. Und let's get it on. Und los geht's zum zweiten Mal. Also schaut euch mal die Aussicht hier an. Halt schon nice. Sag hallo. Hi. So, ich habe jetzt nur noch schnell den Rucksack umgeschnallt, weil wir haben natürlich auch die Drohne mit dabei. So, ab geht's. Wir haben noch ein paar hundert Kilometer vor uns. Hier schon mal angekommen. Na, dann müsste gleich hier sein. Ah, ich sehe sie schon. Oh ja, das macht Fun. Jetzt geht's gleich auf den Schotter. Und schaut mal, wie sie auf den Schotter radiert. Das ist ziemlich cool mit den Teilen. Man kann überall drüber fahren. Straßen, Schotter, Wald, überhaupt kein Problem. Ja.
ersten 5 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Schaut euch bitte diese Kulisse an. Und der Mario macht jetzt die Drohne ready und am Rückweg zeigen wir euch das Ganze dann ein bisschen von oben. Ja, was ich unbedingt noch sagen wollte, wenn ihr die blutigen Anfänger seid, so wie ich, setzt euch bitte einen Helm auf, holt euch die Schützer. Erstens fahrt ihr damit viel, viel sicherer und zweitens, wenn irgendwas passiert, seid einfach safe. Und ja, jetzt schauen wir mal, was uns am Rückweg alles so erwartet. Wink am Leine. Wir sind jetzt an einem nächsten Spot angekommen und zwar wie Alaminos. Alaminos Harbour sind wir jetzt. Wunderschöner Spot, im Sommer ist hier hinten. Auch ein öffentlicher Strand. Jetzt gerade ist genau gar nichts los. Und wir erkunden jetzt mal die wunderschöne Skaterstrecke, die wir schon vor ein, zwei Monaten einmal entdeckt haben. Damals hatten wir allerdings unsere Boards nicht mit und heute zeigen wir euch die. Also, let's go! Ab geht die Post. Guten Stand finden. Wir haben es abgestiegen. Das ist nicht so einfach, das Ganze. Es dauert ein bisschen. Aber wenn man mal den Dreh raus hat, dann geht da wirklich die Post ab. Wunderschön hier den Strand entlang. Und kommt dann gleich der Robinson Club. Nummer 3, der unsere Videos schon länger verfolgt, der weiß, wir waren hier schon öfter und zwar am wunderschönen Kap Greco, der östlichste Punkt der Insel Zypern. Man hat hier wahrscheinlich das schönste Wasser auf der ganzen Insel. Man hat einfach wundervolle Umgebung, man hat ein bisschen was von Felsen, man hat hier hinten die ganzen Felder, wunderschöne Blumen, die jetzt zurzeit blühen. Man hat ewig viele Wege hier, wo man wandern kann, wo man mit dem Mountainbike fahren kann, mit dem Skateboard fahren kann und so weiter. Deswegen wollen wir euch das unbedingt noch zeigen. Wir werden das Ganze hier jetzt mit dem Skateboard ein bisschen erkunden und euch die wunderschöne Landschaft einfach näher bringen. Mario ist schon ready? Ready? Yes! Und los geht's! Location ist doch mega, oder? Mega.
So wunderschön. Eine Achtung, kleine Snack, Autos kommen. Oder? Top! Schaut euch das an, Leute. Das ist Zypern. Weiter geht's, gibt's noch so viele Strecken hier. Und weiter geht's. Stunden rumcruisen hier am Kap Greco sind unsere Akkus von Bord jetzt am Ende. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar coole Impressionen hier von diesem wundervollen Ort zeigen. Was wir euch auf alle Fälle sagen können, wir haben jetzt Anfang April und die Umgebung ist hier einfach um Welten schöner als im Sommer. Du hast hier Blumen, du hast schöne grüne Flecken und im Sommer ist es einfach nur ausgetrocknet und braun. So, was gleich ist, ist das wunderschöne Wasser, was ihr hinter uns erkennen könnt. Also das ist wie der Karibik. Ja, wenn ihr hier seid, ja, ihr solltet den Ort auf keinen Fall verpassen. Ja, das war es jetzt mit unserem Video. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar coole Skaterspots zeigen. Man kann das alles hier mit dem Mountainbike oder whatever erkunden. Es ist so vielfältig und ja, auf alle Fälle würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und ja, wir werden uns jetzt machen, oder? Liken nicht vergessen, liken nicht vergessen. Genau, also wir sagen danke, bis zum nächsten Video und bye bye. Ciao. Ja, ich würde gerne den Eco-Modus schalten. Aber dann lass mich nicht umschalten. Madame übt hier schon wieder. Wie eine Gazelle. Oder so. Nach knapp 2 Stunden hier in Kap Greco, unsere Akkus sind jetzt auch mittlerweile leer, werden wir uns hier. Ach, leck mich mal.